Dobro večer, Twitch, guten Abend, Twitch, good evening, Freunde, Kollegen, Kollegas, vor 15 Minuten, ich glaube, da kann man doch mal reinhören, oder? Was die Kollegas so zu sagen haben, beziehungsweise ob der, guck mal, als würde sich Chris Bumstead in die Hose machen vor dem nächsten Olympia. Wahrscheinlich in keinster Weise, um mal auch so gesprochen, der hat ja schon 5-mal gewonnen, ne? Also brauchst du auf jeden Fall vor niemandem verstecken und dann so pseudo aufgeregt machen, braucht halt eben auch einen. Ich höre, mein Sound-Setup ist hier mega lash. So, Mama, wo ist meine Kopfhörer? Da gucken wir mal, wie hat es der Krömer immer gesagt, der Kurt Krömer, da gucken wir mal, was uns die Katz vor die Tür gelegt hat. Inwiefern uns jetzt auch dieses Video hier interessiert. As you look to this year and the next year, the classic physique from the Phoenix, year, Arizona, you get to be a spectator and look back as a judge or as a fan and go, all right, well, this guy's got some parts I'm going to need to build mine up for. Or this. What did you see in the top four guys from West of the Visser? Da sind wir mal gespannt, was Papa Siebam zu sagen hat. Wen sind denn überhaupt hier? Also, nicht nur sich selbst, sondern also vielmehr die Top 4, die Top 4, die Top 4. From Wesley to Breon. I mean, I think obviously Wesley was a bit of a surprise for everybody. I was there in the morning watching, prejudging, and I was like, holy shit, he's going to win. You know, I thought he was going to win. Also das, was jeder gesagt hat beim Prejudging, hat jeder insgeheim gewusst, Wesley bringt das Ding in die Niederlande. I would never guess that going into it, but it's a thing of classic physique. Because of the weight limit we have, people can come in and just shock you all of a sudden, and you never really know. That's why every year is an opportunity for people to jump placings, take my title, anything, anything could really happen. So I think Wesley coming in for a huge wrench, you know, I don't think it's going to be... Aber jetzt überlegt mal, ne? Das Line-up ist eh stark gewesen. Ich meine mal, es waren nicht nur die Top 4, Top 5, ich meine mal, hinten dran kommen ja auch einige Jungs. Natürlich haben wir noch einige Wettkämpfe dieses Jahr, bis kurz vorm Olympia. Es wird ein brutales Jahr. Machen wir uns nichts vor. Und da darf sich halt eben, muss sich auch keiner verstecken da in der Top 10, wie auch immer. Die sind alle nah beieinander, klar. Der eine ist schärfer, der eine hat dies, der eine hat einen Latten, der andere hat einen besseren Bizeps-Peak und sowas. Ne, aber... ein starkes Lineup. Be a top two caliber like last year with me and Ramon. It could be four of us, it could be whatever. It just changes everything. It throws it all up in the air. So it's gonna make it more exciting this year for sure. And yeah, I mean, I'm excited to get after it. And they, like I said, they all drive me to be better. So just a little more push for me to keep pushing myself. Did you feel like what did you feel walking away from that? Like, I got my work cut out for me. Are you like saying like, okay, if Wesley hits that damn last spray, I'm gonna demolish him. Were you coming away from having any type of thoughts like that, or were you? No, I mean, I was side stage and I was looking at it and I was like, I think these guys. Ja, ob er das wirklich gedacht hat, dass er die Guys bieten kann, dass er die schlagen kann. Weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur so Talk, um sich selber hochzuhalten, weil er sieht, ey, das sind doch diese Young Bloods, die kommen jetzt hinterher und meine Zeit ist eigentlich abgelaufen. Ja, genau, mach erstmal die Rotatorenmanschette schön warm. Der gehört, der Wesley ist 30 und er hat 2 Kinder. Das ist einer der wenigen Bodybuilder, die zu Bodybuilding-Zeiten Kinder zeugen. Weil Baba Haft hat ja auch schon so einige Zeilen gesungen. Erst das Testo und dann bla 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 bla. Und dein Kind wird ein und so weiter. Talking about warming up and this boring stuff. I feel like I'm like in a home for old man. Und vor allem, wo die anderen Jungs jetzt in die Vorbereitung waren, war der Siebam einfach ganz lässig Skifahren, Snowboard, ich glaube Snowboard war da fahren, war einfach sein bestes Leben gelebt, ne?
Weil der hat schon aber auch seinen Weg nach oben kämpfen müssen. Ne? Der war auch so, sagen wir mal, jetzt kein dünner Hannes, ne? Aber der war halt eben auch so aufgestellt wie die Jungs. Ne? Aber er ist halt eben dran geblieben. Ich glaube, 2019 war sein erster Olympia. 2019, 20, 21, 19, 20, 21, 22, 23, genau. Ein Jahr davor, 18, war der Brion, glaube ich, Champion, Olympic Champion. Get more volume in, because after a while, like on squats or bench press or dumbbell press, if you're too strong, I mean, it takes first of all so long to warm up, and the risk is too high. Yeah. So you might as well just do more volume and stick to the same kind of weight, and then move up in reps and progress that way, and get a better pump each time with those heavy weights. What's the heaviest you've ever squatted in your bodybuilding days? 220 kilos, but. Yeah, do you know kilos or like 495? Yeah. Yeah, something like five plates. Yeah, five plates. But I'm not built to squat because I go like this. My lower back is messed up. Mm-hmm, so yeah. I'm like, da kann jetzt keine Kniebeugen machen, weil er zu sehr in den unteren Rücken reingeht. Also. Da scheiden sich echt die Geister, ne? Was jetzt overall besser ist für die Beine, ne? Eine gescheite Kniebeuge zu machen oder halt eben diverse andere Ersatzübungen, Hackenschmidt, gut, Beinpresse, ich weiß nicht, die Plate Loaded oder halt eben auch Team im Rack, ist alles ziemlich schwer, aber der eine kann es halt eben, der eine kann es in der Trainerausbildung damals, der Kunden, manche, angehenden Trainer, also du führst einen neuen Schützling quasi so ran an die Übung. Erstmal Fußstellung, ne, wie viel Grad ungefähr, ne, nicht, dass sie zusammen sind, du sagst, drück die Knie auseinander. Aber dann, okay, das ist kein gutes Beispiel, aber du bekommst jetzt, mal angenommen, das ist jetzt hier so ein Besen, also kein Besen, sondern ein Stab vom Besen, dann sollst du den hinten an den Rücken anlegen und quasi gerade halten, mit dem Besenstiel nach unten gehen. Da hat man so viele Probleme. Das ist eine Übung, die ist halt einfach zu meistern. Ne? Da muss man echt dran hart arbeiten. Until Hani told you they're not really. Until I injured myself every year, really. Yeah. Yeah. And then my waist started growing, so I was like, fuck that, I'm done. Oh yeah. But I miss it. Yeah. I love training. Und ihr Lacker hier auf YouTube dann, ne? Liken, kommentieren, abonnieren, teilen. Ja, ihr kennt's euch aus. Das kostet alles nix. You're built for those. Chris is catching half. Ganz ehrlich, ich sehe die beiden voll gerne. Auch letztes Jahr, wo er in Vorbereitung war, wo er ein bisschen länger in den Staaten war, der Urs, wo er dann auch mit Chris Bumstead trainiert hat, die haben echt gut miteinander gewiped. Und da hinten der Dino für sich selbst. Chris is catching half the Beyonce. Da hinten, Bad Boy für sich selbst, ja. Bro, you saw how smooth he lifted those. So easy. What was it? The Arnold Classic. 160 kilograms, like this. Yeah, like nothing. And you easily won that event without breaking a sweat. Yeah, but he not won overall, right? No. Da muss man auch mal sagen, Chris Bumstead hatte auch einfach die Nerven, sich hier eine Haartransplantation zu machen. Der war auch unterwegs, hat sich schön die Haare abrasiert und hat sich dann ein paar neue Follikel legen lassen. Und währenddessen haben andere sich vorbereitet. UK still. We can do that. Yeah. And then Netherlands? Yeah. Yeah. There was going to be a pro show in the Netherlands for the first time in a lot of years. So I was like, should I do that? But now I'm getting a lot of advice. Well, just focus on Olympia for now. Focus on what's important. Yeah, exactly. That would be my... Natürlich, ich soll euch auf die Pause drücken. Natürlich wird es Sinn machen, jetzt wo er in Form ist, dass er noch einen Wettkampf mitnimmt, vielleicht zwei. Aber... Er ist jetzt qualifiziert für die Mr. Olympia Ende des Jahres. Warum sollte er jetzt auch noch quasi diesen Vorsprung jetzt rausnehmen, ja, sich kurz in eine Regeneration zu begeben, nochmal vielleicht ein Stück weit was zu verbessern und dann volle Konzentration halt eben sich auf die Olympia vorzubereiten. Ist natürlich auf der anderen Seite so das Ding. Ne? My advice is a friend, but if you're a competitor, I would tell you to do it. Do every show. Yeah. I never planned on this
to happen like this, of course, but I think it's important to change plans when it's important right now. You didn't plan for it? No, I honestly didn't expect for this to happen. Yeah, I had gedacht, er wird top 5. I wish for it to happen, but for it to actually happen is a different story. Now everything has changed, so exciting stuff. Sure, let's forget this Niederländische English. We're here in Arizona doing this Olympia battle promo for the Olympia coming this year. Pretty cool. It was going to be me, Urs, and Ramon. And then on like Sunday after Wesley won the Arnold, they were like, fuck it, we're going to fly him down, see if he can come before going home and get him in the workout too. So it's going to be a little chaos trying to train with 4 people. And they all just worked out, or they all just competed this weekend. So it's going to be kind of a casual workout. A lot of people in here. Not going to be the best, but we're going to do what we can. So it's going to be fun. Fuck shit up. Get ready for the Olympia. Even though they just competed and I'm fucking Natty C-Bum barely training. So we're going to do our best and have lots of fun. Go us. Basically, everyone's at their worst. Okay, we're ready. Scheiß Smartwater, können Sie selber sagen. Olympia Productions, production of Olympia Battles 2024. The big one is here. We'd like to thank Wolfpack, who's brought to you this... Muss ich aber überlegen, der Ramon Dino, was für ein Star der in Brasilien ist, ne? Aber jetzt halt eben auch mittlerweile weltweit. Aber in Brasilien, da kommt keiner dran. Live from Blood, Sweat and Bodyworks Gym in Phoenix with the best in the world. Right there. Okay, squeeze it up, squeeze it up. Nice. Power through. Yes. Good reps, good reps. Ich würde dem erklären, wie Butterfly gehen oder was? Wo er squeezen soll und wo er den Muskel spüren soll. Funny. Oh, Ramon. Look at these guns. Look at these guns. Was für Arme. Ja, jetzt auch mal so ehrlich gesprochen. Was haltet ihr von Pros, die schon die noch oder noch während ihrer Profikarriere tätowiert sind? Okay, der hat jetzt hier so eine Mini-Tattoo, aber der Bumstead ist dann, glaube ich, sein rechter Arm ist voll komplett zu. Ich glaube, der österreichische Fabian Meyer ist auch ein bisschen zugehackt. Ich meine zu glauben, also früher gab es da Punktabzug, wenn jemand tätowiert auf der Stage war. Kann ich mich aber auch irren, ne? Guck dir das an. Der braucht auch einen Flugschein, oder? Der fliegt doch gleich weg hier. Guck dir das an. Da wird echt alles dunkel. Und hier, das ist der Rattus, ne? Ja, da werden dir wahrscheinlich irgendwelche findigen Personal Trainer tolle Übungen mit einer Dumbbell empfehlen, ne? Wie du diesen Serratus separat ansteuern kannst, ne? Indem du deine Schulter hoch bewegst und einen gestreckten Arm im Liegen. Stabil. One final squeeze. Let's go. Mm-hmm. The Dutch, what's the Dutch? The Dutch oak. Nice and warm, yeah. Come on, it's enough. Yeah, I know. don't go too hard. Young blood. Let's go. Use that power, huh? Use that power. Yeah, the US has immer power. Polska Genetics. Yeah. Polska Genetics. Was wird hier noch hochgeladen? Das deutsche Twitch-Rekord. Ja, zur Info, der Game of Thrones Marathon geht immer noch weiter unten im Wohnzimmer. Jetzt vorletzte Staffel, Folge 4. 3, 4. Hätte ich mal gar keinen Bock drauf. Guck mal, wie viele Leute da drumherum stehen. Klar, das ist eine Promo-Aktion, wahrscheinlich auch alles per Vertrag, ne? Musst du machen, wenn du IFBB Pro bist und halt eben der Liga angehörst. Oder auch, was weiß ich denn, irgendwelche AGBs im Kleingedruckten. Aber guck dir das an. Da trainierst du und die gucken dir zu wie im Affe im Zoo, Alter.
big dogs. Good, Dino! Yeah. Es wird schwerer, es wird schwerer. Nein, die Pancakes. Ja, die 140er, also was sind das? 69 Kilo oder 70 Kilo werden von den anderen keiner drücken. Der ist ja voll in seiner Off-Season. Let's go. Let's go. Stabil, schön weggedrückt. Doch, dann nimmt sie doch die 140er. Na, aber guck mal, wie er zittert. Ja, lässt sich nicht lang bitten, der Urs. Stark, 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 stark. Hey, Idee. Ja, wenn was falle, Junge. So ist es. Ah, Papa Bamstetten, der zieht nach. Hey, der Dino. Was los, Ramon? Schön hoch. Guck mal, wie easy. 2. 3. Hey, 4. I. Oh, oh. I. 6. Hey. Hey, 7. Ja. Aber wie gesagt, die Jungs sind aus dem Wettkampf raus, ne? Alle noch leer, nicht voll, geschwächt. So, was macht er, Wesley? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8. Schön. Ah, die haben es alle doch. Die sind alle Bs. Für jeden, der mal im Studio war, eine 40er in der Hand hat, eine 50er in der Hand. Ne, das war ja schon Eisen, ne? Aber hier, was ist das hier? 68 Kilo vielleicht. Was sind 140 Pfund? Amerikanische Pfund in Kilo. Hammer. Lass doch mal nachgucken. US. Und LBS, LBS Kilo in KG. Ich brauche ein, genau, Pound, Kilogramm Rechner, Pound, die 140er. Umrechnen. Ach, sind denn okay, sind nur 63,5. Was sieht man das hier? 63,5 Kilo. Aber trotzdem, Gewicht ist Gewicht, ne? Schwerkraft arbeitet dagegen, der Muskel dafür. Und jede Wiederholung zählt, egal wie. Trotzdem elektrisch. Ja, die sieht gut aus vom Bewegungsablauf. Da werden sie schön reinsqueezen. Da ist nicht mehr so viel mit Langhantel. Ja, jetzt hatten sie Kurzhantelübungen drin, aber viele sind doch eher gerätelastig geworden, ne, beim Pumpen. Auch vom Bewegungsradius her und auch vom Verletzungsrisiko. Das ist halt eine Maschine, viel einfacher zu kontrollieren. Er fühlt es richtig. Er fühlt es richtig, jawohl. Ich glaube, er, genau. Er, das ist sein Kameramann da hinten. US Machina. Aber so ein Fokus, obwohl so viele Leute drumherum stehen. Die da hinten ist aber auch hier Death by Snoo Snoo, ne? Also, die macht dich auch platt hier. Jetzt machen sie hier noch ein paar Dips. Siehst du ein bisschen, das ist ja die Übung.
Fand ich nie so prickelnd. Dann lieber frei, wie an der Maschine. Was gibt's hier noch? Wie schön, guck mal. Das Streife hören sie. Hier, überall, okay, das ist eine Ader. Aber hier schön vaskulär. Golden Era, the Dutch Oven, Classic Bodybuilding. Ein guter Brat, der gute. Alright, so we wrapped up that diesel workout. Fährt eine Rolls Royce? Oh, welche? Ein SUV? Classic Champions. Good old Wesley there creeping into the mix. So it was good to train with all these guys. They're all like a few days post show and strong as fuck. I would not have been lifting as heavy as they were, especially on the dumbbell when if I was a few days post show. And knowing my dumb ass, I'd probably tear something if I did. So yeah. Good for them for doing that. I'm definitely the old man of the group, but had some fun, lifted some good weight. We're gonna head to dinner now. But it was really cool that Wesley was able to fucking dominate at the Arnold. I still think that Ramon and Urs weren't at their best, and I'm not sure that it would be the same result if they were all their best, because Wesley was beyond his best and they weren't. So the Olympia is going to be exciting to watch. If they ja, ist auch ein guter Standpunkt irgendwo. Er ist nicht davon ausgegangen, dass die beiden, also Urs und Ramon, jetzt Bestform hatten. Und aber Wesley wiederum in seiner Bestform war und es zum Olympia anders aussehen kann. Und ich weiß auch nicht, der Urs hat ein Vorbereitungsvideo gezeigt. War das am Carb-Tag davor? Am selben Tag? Der hat da wieder mit dem Wodka gespielt. Vielleicht ist es mit dem Wodka nach hinten losgegangen. Ne? Also man weiß es gerade nicht. Nee, Moment mal, war der Urs, der ist doch schon qualifiziert mit für Mr. Olympia, oder? Der ist doch direkt nach dem Olympia nochmal gestartet. Hat doch gewonnen. Nicht schick. Was sagt's in Insta? US. Hat er das nicht gewonnen? And I can't fucking wait to not eat in a restaurant because I've been eating way too much. So it's a good workout, lots of fun. Hopefully you guys enjoyed the Expo. That Olympia video, the other guys, they got some content on if you want to watch it. There's a bit of a shit show in there. It was like 50 people watching, 4 people training, but we did the best we could, had a good time. So appreciate you guys. Thanks for watching. See you next time. Ich guck mal hier kurz auf sein Insta. Wo war denn der Wettkampf? Genau, die Texas State. Der ist ja schon qualifiziert für die nächste Olympia. Bin ich blöd? Ja, das war überragend. Überragende Form. Guck mal hier. Mal. Ah, wo ist die Cam? Hier. Überragende Form. Guck mal da. Sah ja komplett anders aus. Okay. Vielleicht die Farbe, vielleicht das Licht. Aber da sah ja komplett anders aus. Okay, das spiegelt das alles nichts. Das heißt wieder Feierabend, wie das duftet. Bleibt's mir gesund. Vor allem bleibt's mir stabil. Wir sehen uns morgen wieder in aller Hoffnung. Und bis dahin, la conoce und ciao.